So, einen wunderschönen Nachmittag Ihnen allen. Vielen herzlichen Dank für Ihr Kommen zum ISA Internet Summit Austria 2023. Lustigerweise zu einem Thema in einer neuen Location, aber mit einem Thema oder zu einem Thema der künstlichen Intelligenz, mit dem sich die ISPA schon 2019 in einem Internet Summit beschäftigt hat. Und damals war das schon kein ganz neues Thema. Es hat sich offensichtlich herausgestellt, dass es jetzt, oder es wirkt so, als wäre es jetzt und ist jetzt ein allgegenwärtiges Thema und dass es Chatbots und dergleichen brauchte, um diesen Hype und die Hysterie um die künstliche Intelligenz auszulösen und auch in die breite Masse zu bringen. Aber das Thema war auch früher schon da und jetzt allerdings durch diesen Hype haben wir es geschafft, dass das auch in der Politik, glaube ich, jetzt groß auf der politischen Agenda ist. Auf europäischer Ebene blickt man nur auf die Verhandlungen, die noch laufenden Verhandlungen zum KI-Act, wo man mit dem wohl unserer Meinung nach, und wir haben das auch so abgegeben, gut überlegten, risikobasierten Ansatz, einen vernünftigen Ansatz gewählt hat, einem KI-Act mit dem Ziel oder besser vielleicht dem Bestreben und der Hoffnung hier, in Klammern, noch eine Benchmark setzen zu können oder setzen zu wollen. Auch in Österreich ist das Thema jetzt endlich stark tatsächlich in Schwung gekommen. Nicht zuletzt erst letzte Woche durch die Errichtung der KI-Service-Stelle, die ja in der RTR angesiedelt sein wird, was wir ja grundsätzlich auch begrüßt haben, um da keine neuen Behörden zu schaffen, sondern die Behörden mit den Experten, die wir bereits haben und die da sehr qualifiziert sind, dazu zu nutzen und da zu unterstützen. Gleichzeitig wird uns das Thema und vor allem der KI-Act noch länger beschäftigen, nicht nur, dass der KI-Act nicht oder noch nicht finalisiert ist. Themen wie Haftung und dergleichen sind auch noch offen, die werden auch noch anzusprechen sein. Umso wichtiger, glaube ich, ist es und war uns auch diese Veranstaltung, auch wenn es aktuell sicher einige gibt, das von ein bisschen einem anderen Aspekt und Blickwinkel auch zu betrachten. Denn wir sind als ISPA durchaus der Überzeugung, dass wir die Chancen und die Potenziale dieser Zukunftstechnologie sehen und ergreifen müssen. Denn die künstliche Intelligenz hat sicherlich das Potenzial, neue Berufe zu schaffen, Arbeitserleichterungen, Produktivitätsgewinne zu stiften, Fortschritte in Wissenschaft und Wirtschaft zu schaffen. Und dafür ist es aber auch notwendig, dass die Politik und die Regulierung die Chancen dieser technischen Entwicklungen erkennen, einerseits zu Investitionen anregen und gleichzeitig aber auch, und wir haben es letzte Woche erst noch einmal bekräftigt, Investitionen auch in Grundlagenforschung, in Infrastruktur dafür begeben und diese fördern. Und das ist auch darin sehen wir auch ein bisschen auch unsere Aufgabe, mit einer guten Portion Zuversicht an die Sache herangehen. Denn wenn die KI oder die künstliche Intelligenz immer komplexere Aufgaben übernimmt, dann ist es auch unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass der technische Fortschritt auch zu einem menschlichen Fortschritt führt. Und da müssen wir diese Grundfragen des Humanismus auch im digitalen Raum stellen. Fragen wie: Wie gehe ich um mit künstlicher Intelligenz? Inwieweit soll KI-Systeme Autonomie und Entscheidungsbefugnisse und Freiheiten bekommen? Wie weit ist menschliche Kontrolle aufrechtzuerhalten? Welche Verbindung brauchen wir, dass künstliche Intelligenz von möglichst vielen Menschen genutzt werden kann und einen allgemeinen Nutzen stiftet? Wie wird technischer Fortschritt zum menschlichen Fortschritt? Kurzum, und wir hatten es da stehen, was bleibt vom Menschen, wenn die Intelligenz künstlich wird? Und auch wenn es wie so oft und in den Veranstaltungen auch in letzter Zeit immer wieder Bedenken gibt und diese Bedenken und Ängste gilt es zu adressieren und abzuholen, ich glaube, viel mehr gibt es Chancen und die gilt es zu adressieren. Und ich glaube, wir haben heute ein sehr ausgewogenes, ein tolles Panel, zwei tolle Panels und Keynote-Speakerinnen und Speaker hier, die uns zeigen werden, dass wir voller Zuversicht an dieses Thema künstliche Intelligenz herangehen sollten und können und zu Recht das auch können, dass es viele Anwendungen für künstliche Intelligenz gibt und schon immer gab und nicht nur seit Chatbots, sondern also nicht wie lange schon alle mit Navigationssystemen herumfahren und dergleichen und viel weiter darüber auch hinaus, aber bis hin auch zum medizinischen Fortschritt, das wir heute noch hören werden und natürlich in die breiten Belange der Wirtschaft. Unser Ziel ist heute, ein bisschen beides zu betrachten und eben unter diesem Blickwinkel des digitalen Humanismus zu betrachten. Und daher lade ich Sie,
ein diese zuvor genannten und darüber hinaus Fragen heute mit uns und mit unserem Panel zu diskutieren. Wir haben Gäste aus Wirtschaft, Forschung und Zivilgesellschaft und ich freue mich, das gemeinsam zu diskutieren und einen spannenden Nachmittag gemeinsam zu verbringen, heute am Internet Summit Austria 2023, zu dem ich Sie alle noch einmal sehr herzlich begrüßen darf und jetzt dann unseren bewährten Moderator, den Franz Zeller, ersuchen darf, das Podium einzumoderieren, damit wir dann gleich auch direkt in Medias Res gehen können. Danke. Und vielen Dank, Stefan Ebenberger. Wir sind ja in gewissem Sinn ein bisschen in Eile, weil, das nehme ich schon etwas vorweg. Eigentlich wollte ich Ihnen sagen, dass ich eher ein prosaischer Typ bin und deswegen überhaupt nicht dazu neige, Superlative zu verwenden. Ich muss aber sagen, bei der KI war das das erste Mal, dass ich mich dazu verleiten habe lassen, zu sagen, das ist tatsächlich bahnbrechend. Und ich gebe auch zu, ich gehöre zu denen, die das erst im November 2022 realisiert haben. Bahnbrechend, warum? Nicht nur aus technologischer Hinsicht, sondern für mich ist auch, diese Technologie ist so ein Indiz dafür, wie wir uns als Menschen in Frage stellen. Immer neue Technologien, die sehr viel können, die etwas können, was wir vorher nicht von ihnen erwartet haben, stellen uns auch als Menschen in dem, was wir als unser ureigenstes betrachtet haben, immer wieder in Frage. Das heißt, diese Algorithmen sind in gewissem Sinn auch ein bisschen eine Kränkung für uns, muss man auch dazu sagen. Und was bedeutet das, wenn so eine Kränkung auf den Menschen zukommt? Sie wissen es, Menschen reagieren darauf meistens ein bisschen mit Abwehr. Und ich habe, also es gibt dazu viele Ängste etc. Und ich habe mit einem bekannten KI-Forscher gesprochen und der hat gemeint, er weiß immer schon nach 2 bis 3 Sätzen seines Gegenübers, ob dessen Wissen über KI gespeist wird von Minority Report oder von Terminator. Und das ist so, ja, ich will das gar nicht ins Lächerliche ziehen, es ist völlig verständlich, dass man auf Dinge, die man nicht ganz versteht und auch der Begriff, brauche ich Ihnen nicht sagen, Intelligenz ist ja etwas fragwürdig in diesem Zusammenhang, wenn wir an diese, wie nennen es die Forscher selber, autonome Entscheidungssysteme, genau, wenn man also über diese autonomen Entscheidungssysteme redet, dann ist vielleicht der Begriff Intelligenz ein bisschen mit Vorsicht zu betrachten. Sie merken, ich neige schon wieder dazu, ein Co-Referat zu halten, das erwartet man von mir eigentlich gar nicht. Ich soll Ihnen vielmehr sagen, wie dieser Nachmittag ausschauen wird. Es wird 2 größere Blöcke geben, mit einer ausführlichen Pause dazwischen und 2 Keynotes. Und wir werden natürlich besprechen, wie es der Stefan Ebenberger angesprochen hat, was wir mit maschinellem Lernen profitieren können, wie wir künstliche Intelligenz zum Wohle der Gesellschaft einsetzen können und über welche Fallstricke wir auch nicht stolpern sollen. Die Frau Ministerin, die angekündigt war im Programm, ist leider verhindert. Wir beginnen also direttissimo mit dem ersten Vortrag. Und zwar einem Vortrag, in dem Probleme und Möglichkeiten von KI gleichermaßen angesprochen werden. Also auch das Thema der Vorurteile in diesen automatisierten Entscheidungssystemen. Wir werden auch darüber reden, welche Chancen der Europäische KI-Act bietet, der ja heuer noch wahrscheinlich beschlossen werden wird und nächstes Jahr vielleicht in Kraft tritt. Wir werden aber in diesem Vortrag auch hören, welche Gefahr dahinter lauert, dass wir doch wesentlich von ausländischen und wirklich entfernten KI-Systemen abhängig sind. Unsere erste Keynote, und das sind Inhalte, die ich jetzt quasi in einer Art Inhaltsangabe vorweggenommen habe, kommt von Carina Zehetmeier. Sie ist mit ihrer Firma Textastic nicht nur IT-Unternehmerin, sie ist auch Vortragende, Sprecherin, Lehrende im Bereich Künstliche Intelligenz, Recht und Ethik. Und jetzt schiebe ich gleich ein, warum ich vorhin gesagt habe, wir müssen uns beeilen, deswegen sollte ich vielleicht mein Redetempo auch jetzt ein bisschen zurücknehmen, ist, dass die Frau Zehetmeier nur bis 16 Uhr Zeit hat, was dann sie dazu auffordert, in der Diskussion vielleicht später eher früher Fragen an Frau Zehetmeier zu stellen. Carina Zehetmeier ist auch Präsidentin des Vereins Women in Artificial Intelligence Austria und setzt sich dort für mehr Vielfalt und Diversität in der IT ein. Auch das ein Riesenthema, von dem alle profitieren können, wenn wir quasi nicht nur wir 50-jährigen Männer oder 30-jährigen Männer diese Systeme programmieren, sondern vielleicht alle Gesellschaftsschichten einbieten. Und Carina Zehetmeier hat Österreich und die EU als Juristin und Menschenrechtlerin in verschiedenen UNO-Organisationen vertreten. Bitte schön. Vielen lieben Dank für die Einladung. Das Mikrofon funktioniert. Hören Sie mich? Ja, gell? Super. Danke für die
netten Worte zur Einleitung. Es freut mich sehr, dass ich heute hier sprechen darf. Und sofern die Slides funktionieren, starte ich auch mit dem Vortrag. Aber ich glaube, ich brauche kurz technische Unterstützung, wie das immer ist, wenn es um Technik geht. Das ging schon mal, gell? Ja, aber ich warte trotzdem noch kurz zu. Sonst kann ich glaube, ich könnte es auch ohne Slides im Notfall. Also ich erzähle bei solchen Gelegenheiten immer wieder die Geschichte, als ich in Rom war bei einer Präsentation von Astrophysikern, damals waren Leute von der NASA da und die haben Overhead-Folien präsentiert und wir haben uns gefragt, na, warum kein PowerPoint, und sie haben gesagt, diesem Zeug vertrauen sie nicht. Ja, ja, man sollte ihm auch nicht vertrauen, weil es gibt immer wieder die gleichen Hürden. Ja, also jetzt aber vielen lieben Dank. Genau, also warum sprechen wir über das Thema KI? Hier, die meisten im Raum wissen das natürlich, aber das ist Andrew Ng. Er ist Professor in Stanford, hat Google Brain, also quasi die KI-Abteilung bei Google, mit aufgebaut und hat auch viele Unternehmen selbst gegründet und er ist auch eine KI-Koryphäe. Und er hat 2017 gesagt, KI wird jede Branche verändern, es ist die neue Elektrizität. Was er damit gemeint hat, ist, wir werden in der Zukunft ohne KI gar nicht mehr leben können, so wie wir heute nicht ohne Elektrizität leben können. 2022 hat er gesagt, ich passe das Statement noch ein bisschen an, KI ist die neue Alphabetisierung. Was er damit gemeint hat, ist, dass Menschen, Unternehmen, die sich mit KI nicht beschäftigen, in der Zukunft so sein werden wie jemand, der heute nicht lesen und schreiben kann. Ja, jetzt wie steht es um die Alphabetisierung mit KI in Österreich? Der Trend hat dazu im April eine Umfrage gemacht. Und für mich als Person, die sich seit vielen Jahren mit diesem Thema beschäftigt, war das Outcome natürlich etwas schockierend. Und zwar haben da 50% knapp der Österreicher und Österreicherinnen angegeben, dass sie sicher sind, dass sie noch nie KI in ihrem Leben verwendet haben. 20% wussten nicht, ob sie schon mal KI verwendet haben und 8% hatten überhaupt noch nie von dem Begriff künstliche Intelligenz gehört. Das spiegelt natürlich nicht die Realität wider, denn wir alle, wie schon gesagt wurde, verwenden künstliche Intelligenz seit vielen Jahren in unserem Alltag. Wenn wir das Telefon entsperren mit Gesichtserkennung, wenn wir ein Foto machen, haben wir mehrere Kameras auf dem Smartphone, da werden die Pixel mit künstlicher Intelligenz abgeglichen. Wenn wir mit dem GPS fahren, wird die schnellste Route mit künstlicher Intelligenz berechnet. Und wenn wir am Abend uns quasi vor das Netflix setzen und überlegen, was sollen wir uns anschauen, kriegen wir einen Vorschlag von künstlicher Intelligenz. Spätestens jetzt mit ChatGPT ist das Thema eben in aller Munde. Also es brauchte eben diese Außenwirksamkeit, um jetzt auch wirklich attraktiv als Thema zu werden. Und es ist wirklich was passiert, was unglaublich ist. Zum ersten Mal in der Geschichte hat es eine Anwendung geschafft, in 5 Tagen 1 Million Nutzer und Nutzerinnen zu erreichen. Sowas hat es noch nie gegeben. Man sieht hier, wie lange es eben bei Instagram, Facebook, Netflix und Co. gedauert hat. Und das Ganze hat auch gleich einen neuen Job hervorgerufen, den sogenannten AI Prompt Engineer. Also quasi eine Person, die in der Lage ist, in ein generatives KI-System die Information oder die Anfrage so einzugeben, dass der gewünschte Output auch erzielt wird. Gleichzeitig schnürt es natürlich auch die Ängste um unsere Jobs. Und so hat, ich glaube März dieses Jahres Goldman Sachs eine Studie veröffentlicht, die vorhersagt, dass ca. 300 Millionen Jobs durch KI quasi wegfallen. Letzte Woche oder vor 2 Wochen kam eine Entschärfung von der ILO, das ist die International Labour Organization in Genf, die eben gesagt hat, also KI wird eher Jobs verändern, als sie wirklich komplett ersetzen, aber doch dieser Fokus, ja, also Bürokräfte und dadurch eben Frauen werden überdurchschnittlich von dieser Transformation betroffen sein. So viel mal jetzt zum Einstieg. Und jetzt natürlich kann man warum ist dieser Hype auch um diese Technologie? Weil natürlich das Potenzial für Positives ist immens. Also vorhergesagt wird, dass bis 2035 es zu einem Produktivitätsanstieg von 40% kommen kann. Dass wir einen wirtschaftlichen Schub von 14 Billionen US-Dollar erzielen können. Auch das
war bis jetzt noch nicht vor, also wurde noch nie erreicht in diesem Ausmaß. Gleichzeitig kommen von den Menschenrechten sind das die Sustainable Development Goals, also die nachhaltigen Entwicklungsziele, die von den Vereinten Nationen, also der ganzen Staatengemeinschaft für das Ziel 2030, um diese zu erreichen, quasi festgelegt wurden. Derzeit schaut es so aus, als könnte man gar keines ohne gewissermaßen Unterstützung von KI erreichen. Natürlich gibt es dann auch die Gegenfälle, also die, wo missbräuchlicher Einsatz von künstlicher Intelligenz stattfindet. Und Deepfakes sind da die beste, also der beste Vorzeigecase. Und zwar war das letztes Jahr, wo eben eine Deepfake-Stimme eines Geschäftsführers die Buchhaltung angerufen hat und gesagt hat, bitte 35 Millionen US-Dollar überweisen an IBAN XY. Und ohne Vier-Augen-Prinzip wurde dieses Geld überwiesen. Dieses Jahr, vielleicht kennen manche das Foto, wurde eben dieses Deepfake-Foto gepostet, wo quasi eine Explosion vom Pentagon in den USA stattfindet. Und eben das wurde auf Twitter herumgepostet und es hat dazu geführt, dass ein kurzfristiger Börseneinsturz die Folge war und das Pentagon auch eine offizielle Erklärung dazu machen musste. So, also wir haben gute Anwendungsfälle, schlechte Anwendungsfälle. Aber was unterscheidet jetzt künstliche Intelligenz noch von anderen Technologien? Es ist ganz einfach der Umstand, dass wir quasi Anwendungen mit bestem Wissen und Gewissen entwickeln und einsetzen können und trotzdem ein immenser Schaden angerichtet werden kann. Ja. Es ist so, der Unterschied von KI zu anderen Technologien ist unter anderem, dass wir die Technologie wirklich mit besten Absichten und Intentionen entwickeln, sie auch korrekt einsetzen wollen und gleichzeitig trotzdem aber einen Schaden anrichten. Besonders groß ist der Schaden, wenn eben Entscheidungen getroffen werden, die weitreichende Konsequenzen für uns Menschen haben können. So wie zum Beispiel die Frage, wer wird zu einem Jobinterview eingeladen und wer eben nicht. Wer bekommt einen Kredit, wer bekommt ihn nicht? Wer geht wie lange ins Gefängnis oder wird mit welchem Risiko bewertet? Und wer wird vielleicht von der Polizei beschattet, wenn er von der Kita in die Arbeit fährt? Und auf der rechten Seite sehen Sie halt Beispiele, wo sich unsere Gesellschaft quasi widerspiegelt, indem wir hier sehen können, dass es zu Diskriminierung und Stereotyposierung von gewissen Gruppen kommt, eben im HR-Kontext von Frauen, eben Kreditvergabeprozess und auch, wenn es um so Risikobewertungen geht, eben von anderen Hautfarben. Dazu muss man sagen, dass das vor allem in den USA der Fall ist. Und hier müssen wir anerkennen, dass künstliche Intelligenz ein Spiegel von unserer Gesellschaft, von uns Menschen ist. Also künstliche Intelligenz, meistens meint man damit übrigens das maschinelle Lernen und das basiert eben auf vielen Daten. Und hier in diesen Daten spiegelt sich einfach unsere Vergangenheit, unsere Realität in den Datensätzen wider. Und das führt dazu, dass wir uns eingestehen müssen, dass die Technologie nicht objektiv und auch nicht neutral ist. Und sie kann es auch gar nicht sein, weil unsere Wertungen einfach in diesen Daten sich immer wieder widerspiegeln. Aber es spielt eine große Rolle, wie sich die Teams zusammensetzen, die quasi diese Technologien entwickeln, welche Modelle wie gewählt werden und welche Daten wir wie in das System einspeisen. Dazu kommt ein anderes Problem, das ist der sogenannte Automation Bias. Das ist der Umstand, dass wir Menschen dazu tendieren, immer also maschinenneutral und objektiv wahrzunehmen. Das heißt, wenn Entscheidungen von einer Maschine kommen, dann hinterfragen wir die viel weniger, als wenn sie von einem Menschen kommen. Und das führt einerseits wiederum zur Verschleierung der Vorurteile, die diese Systeme tragen, aber andererseits auch zu einer quasi nicht nur Wiederholung, sondern auch Verstärkung. Es zeigt uns aber auch, also wenn zum Beispiel in einem Vorstellungsgespräch keine Frauen eingeladen werden, es zeigt uns auch, dass es ein Problem gibt und da können wir auch ansetzen und handeln und müssen eben aktiv gegensteuern. Also so kann man das auch ein bisschen als Chance sehen. Ja,
Wer erinnert sich an Tay? Das war der Chatbot von Microsoft in 2016, der eben auf Twitter losgelassen wurde. Also die Idee war, er war nicht wirklich vortrainiert, sondern er sollte durch die Konversationen von den Menschen in Twitter quasi dazulernen. Nach 3 Stunden, soweit ich mich erinnere, musste man ihn abdrehen, weil er hat gelernt zu sagen, Hitler hatte recht, ich hasse Juden. Ich hasse Feministen, sie sollen in der Hölle schmoren und viele andere dieser Statements in nur 3 Stunden. Und jetzt stellt man sich natürlich die Frage, wieso ist es bei ChatGPT anders? Wie funktioniert ChatGPT eigentlich oder andere generative KI-Systeme? Und natürlich handelt es sich hier um eine Abstraktion all der Daten, die hier gefüttert werden. In dem Fall von einem großen Sprachmodell wie ChatGPT ist das eben antrainiert von englischsprachigen Texten aus dem Internet, alles, was da quasi verfügbar war, bis zu 2021. Und alleine dieser Umstand, dass es in englischer Sprache trainiert wurde, ist natürlich ein gewisser Ausschluss gegenüber Meinungen, die in anderen Sprachen im Internet vertreten sind oder Minderheitensprachen, die gar nicht im Internet sind. Hier möchte ich auch dazu betonen, dass laut dem World Economic Forum 36% der Weltbevölkerung heute noch gar nicht im Internet vertreten sind. Und das bedeutet, dass das, was wir im Internet über diese Personen finden, das, was uns wieder diese Generatoren retour geben, auch unser geprägtes Weltbild in sich trägt. So, jetzt wissen wir aber noch immer nicht, wie quasi verhindert wird, dass diese Hassrede, Vorurteile einfach, die, was wir jetzt bei Tay gesehen haben zum Beispiel, nicht einfach wiedergespiegelt werden. Und hier ist das, was wir das schmutzige Geheimnis oder von Medien als schmutziges Geheimnis hinter ChatGPT betrachtet wird. Also eigentlich das Labeling von Inhalten, die wir sehen wollen oder nicht, die in unsere Gesellschaft passen oder nicht, von Billigkräften in Billiglohnländern, also vor allem in Afrika, aber auch in Asien. Das ist quasi ein tiefes neuronales Netzwerk, also die Technologie, die unter dem maschinellen oder meistens für maschinelles Lernen verwendet wird. Und wir sehen hier eigentlich, wie so ein neuronales Netzwerk ausschaut. Wir haben ein Input-Layer und Output-Layer. Und dazwischen eben viele andere Lagen, wo die Neuronen miteinander dem Hirn nachgebildet quasi verknüpft werden. Und das ist von dem Vorgängermodell, von der jetzigen Version ChatGPT oder GPT-4 ist das Modell. Und das ist eben noch GPT-3.5. Und wir sehen hier, dass es hier 96 Lagen gibt und 175 Milliarden Parameter, die da drinnen sind. Und was löst das bei uns aus? Ja, es ist gewissermaßen eine Blackbox, weil wir können nicht nachvollziehen, wie das System zu einem Ergebnis kommt. Und das Problem ist, nicht nur wir können es nicht nachvollziehen, sondern auch diejenigen, die die Technologie entwickeln, können es nicht nachvollziehen. Und jetzt natürlich stellt sich die Frage, können wir einer Technologie vertrauen, bei der wir eigentlich gar nicht so 100% verstehen, wie sie funktioniert? Und das ist das Bild, was auch heute schon angesprochen wurde, was den meisten in den Kopf kommt, wenn sie an KI denken. Und dieses Bild wird auch geschnürt vom Silicon Valley selbst unter anderem. Und es gibt aber dazu auch noch ein zweites Phänomen. Also das ist das eine. Das eine Phänomen ist die Angst vor der Technologie, die wir nicht mehr kontrollieren können. Das andere ist das blinde Vertrauen. Und das hier ist ein Bild von Touristen in Australien, die quasi ins GPS eingegeben haben, wie komme ich am schnellsten von Insel A nach B? Und sie sind quasi dem GPS bis ins Wasser nachgefahren, obwohl sie schon gesehen haben, dass es keine Straße mehr gibt. Und wenn Sie mich jetzt fragen, was das Gefährlichere ist, dann ist es meiner Meinung nach dieses blinde Vertrauen, ohne die Technologie zu hinterfragen. Und hier kommt eigentlich ganz stark dieses Human-in-the-Loop-Prinzip ins Spiel. Aber man muss halt verstehen, also eben, es braucht natürlich Verantwortung, wo der Mensch, wo wir anknüpfen, da braucht es Menschen, die halt für gewisse wichtige Prozesse auch die Entscheidungen treffen. Aber es muss auch aus einem System überhaupt die Basis so rauskommen, dass wir als Menschen verstehen können und darauf aufbauen können und eine Entscheidung darauf basieren können. Ja. Eben die EU hat das schon vor einiger Zeit erkannt, hat 2018 die Ethikrichtlinien hervorgebracht. Wer sie nicht kennt, ich kann sie wirklich herzlich empfehlen, weil sie sind ein richtiger Rahmen, wie man
Ethik eigentlich als Design in der Technologieentwicklung mit einbauen kann. Und Europa hat sich auch gleichzeitig positioniert als das Zentrum für vertrauenswürdige künstliche Intelligenz. Aber natürlich sind Ethikrichtlinien nice to have, haben aber keine rechtliche Bindung und auch keine Konsequenz, wenn man sich nicht daran hält. Und dementsprechend arbeiten wir gerade, wie Sie alle wissen, am EU AI Act. Und dieser Act wird eben voraussichtlich Ende des Jahres hoffentlich noch veröffentlicht in der Finalversion. Und er wird auch eine Definition von künstlicher Intelligenz enthalten. Das Kernstück des Gesamten ist dieser risikobasierte Ansatz, also diese Idee, es macht einen Unterschied, ob ein KI-System über Leben und Tod entscheidet oder ob es eben um eine Netflix-Serie geht und man sich dann 30 Minuten langweilt und vielleicht das Falsche angeschaut hat. Und dementsprechend macht diese Kategorisierung auch Sinn. Also es wird Anwendungen geben, die werden zu 100% verboten. Das heißt, man möchte einfach kein Social Scoring, man möchte keine Systeme, die Missbrauch fördern, die schutzwürdige Gruppen ausnutzen und so weiter. Dann wird es Hochrisikokategorien geben. Das ist quasi überall da, wo eben Menschenrechte verletzt werden können, wo eben von Infrastruktur, selbstfahrenden Autos, Zugang zu Medizin, zu Schulen, Bildung, Arbeitsplätzen und so weiter. Dann gibt es geringes Risiko. Hier sind vor allem Transparenzpflichten notwendig. Das bedeutet einfach Kennzeichnung unter anderem von, dass man mit einem Chatbot kommuniziert oder dass es sich um ein Deepfake-Bild handelt. Und die größte Gruppe soll eigentlich das minimale Risiko sein. Und diese Anwendungen fallen gar nicht in den Anwendungsbereich dieses Gesetzes hinein. Ja, jetzt, das war der Stand vor ChatGPT, dann kamen die generativen KI-Systeme und das EU-Parlament hat auch darauf reagiert und hat gesagt, wir müssen das jetzt noch verstärken, wir müssen das Ganze noch besser einfangen und es wurden zusätzliche Punkte mit aufgenommen, also auch das wirkliche Darlegen, mit was wurde das System trainiert. Da geht es auch ganz stark um Urheberrecht, Datenschutzrecht und so weiter, um das nachvollziehbar zu machen. Daraufhin natürlich hat OpenAI gleich angekündigt, bei so einer Regulierung, das gefällt uns nicht wirklich, da ziehen wir uns gleich aus Europa zurück. Und jetzt muss man sagen, die haben das nachher auch wieder entschärft, dieses Statement, aber das war so mal die Erstreaktion, nachdem sie in den USA eigentlich darauf plädiert haben, dass man Regulierung braucht, weil uns alles über den Kopf wächst. Und jetzt stellt sich auch die Frage, was haben wir eigentlich für Alternativen zu OpenAI? Und es gibt natürlich hier ein paar klassische, wie eben Bard von Google oder Llama von Meta und auch ein spannendes namens Anthropic, das übrigens auch, also wo Google auch investiert ist mit mehreren hundert Millionen Euro. Und diese Woche hat Amazon, die das anscheinend bis jetzt verschlafen haben, 4 Milliarden in Anthropic investiert oder ist dabei zu investieren. Und dann gibt es auch noch den Anbieter Hugging Face, der ein Open-Source-Modell zur Verfügung stellt. Sollte alles schiefgehen, haben wir im Notfall auch noch den Truth-GPT von Elon Musk, der uns quasi, der das Universum verstehen soll und so die Menschheit vor dem Untergang retten soll. Ja, aber Spaß beiseite. Wie schaut es eigentlich in Europa aus mit den Anbietern? Hier haben wir vor allem den Anbieter Aleph Alpha, der sich auch ganz klar als souveräne KI positioniert. Also auf der Website findet man, es geht hier um Content Correct, erklärbare und vertrauenswürdige KI. Würde mich ehrlich gesagt auch sehr interessieren, also ich werde da noch ein bisschen weiter hineinwühlen. Und dann ein kleiner Spoiler, also vor kurzem haben Forscher in Stanford gesagt, okay, jetzt überprüfen wir mal, können diese Foundation Models, also diese generativen KI-Systeme, überhaupt im Einklang kommen mit dem EU AI Act in der derzeitigen Form. Und sie sind zu dem Entschluss gekommen, ja, es gibt die Möglichkeit, also man kann sich entscheiden, das Ganze in Einklang mit dem Gesetz zu entwickeln. Und die traurige Nachricht, Aleph Alpha als deutscher einziger europäischer Anbieter hat die schlechteste Bewertung in diesem Ranking bekommen. Gleichzeitig hat Hugging Face als Open-Source-Anbieter am besten abgeschnitten und ich persönlich bin auch der Meinung, dass das der richtige Weg ist, weil wir haben so viel Intransparenz, wenn es um die Modelle selbst geht, dass zumindest durch Open-Source gewissermaßen Daten und Co. Einfach zugänglich sind und das Ganze überprüfbarer wird und nachvollziehbarer. Aber wir haben auch noch ein anderes Problem in Europa. Und zwar
es fehlen uns die Rechenkapazitäten, um überhaupt diese großen Modelle zu entwickeln und zu trainieren. Und man sieht das hier ganz gut. Also es werden die Modelle komplexer, die Ansprüche werden komplexer, aber es fehlen uns die Rechenkapazitäten. Und mit diesem Problem sind wir jetzt spannenderweise gar nicht so alleine. Also diese Folie habe ich normalerweise in einem anderen Zusammenhang. Aber es geht China anscheinend nicht ganz anders. Also ich habe jetzt ein bisschen recherchiert und habe gesehen, dass es in China eben auch eine sehr große Knappheit gibt, überhaupt diese Modelle anzutrainieren, weil eben die Rechenkapazitäten fehlen. Und jetzt kann man sagen, Nvidia ist derzeit das begehrteste Unternehmen überhaupt, also die Königin im Rennen über den KI, also Weltherrschaft quasi. Und derzeit liegt hier USA wirklich vorne und man muss sagen, currently the one is winning, who has the chips? Und wie schaut es jetzt in Österreich aus? Also in Österreich haben wir es wirklich geschafft, uns zu positionieren mit unserem Halbleiter-Cluster, also eigentlich den Silicon Alps, die weltweit sogar bekannt sind und europaweit auch in einer führenden Position. Wir haben Sepp Hochreiter, der einer der Pioniere von künstlicher Intelligenz ist, also einer der Godfathers, könnte man sogar sagen. Daneben haben wir noch viele andere unglaublich tolle Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, aber er ist eben der, der sehr bekannt ist dadurch, dass er quasi beigetragen hat zu den Fortschritten, die die großen Tech-Konzerne haben. Und er hat sogar einen ChatGPT-Herausforderer parat, der meiner Meinung nach im Verhältnis zu dem, was die amerikanischen Anbieter kosten, sogar ein Schnäppchen wäre. Und wir sind positioniert als quasi das Zentrum für den digitalen Humanismus. Also wenn man das jetzt alles zusammenfasst, bin ich schon der Meinung, dass wir in Österreich die idealen Voraussetzungen haben, uns klar für technische Souveränität zu positionieren und eben auch eine führende Rolle in der Entwicklung von vertrauenswürdiger KI einzunehmen. Und jetzt müssen wir das nur mehr tun. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Zehetmeier. Ich darf Sie gleich festhalten und auf den zweiten Sessel bitten. Genau. Weiters auf die Bühne darf ich drei weitere Mitdiskutanten. Als erstes Gabriele Bollig-Fügel. Sie berät mit ihrem Unternehmen Compliance to Be Firmen, wie sie neue Technologien gesetzeskonform einsetzen können. Und sie ist Vizepräsidentin von Women in AI. Michael Gieretz-Lehner, der sitzt drüben, er leitet die Forschungsabteilung Medizininformatik der RISC Software GmbH. Und Stefan Woltran, er ist der Co-Leiter des Center for Artificial Intelligence and Machine Learning an der TU Wien und dort auch Universitätsprofessor für Formal Foundations of Artificial Intelligence. Ich habe mir vorgenommen, jetzt ein bisschen anwendungsbezogen zu beginnen, bevor wir dann auch noch die Themen von der Carina diskutieren, weil sie ja nur bis 4 Zeit hat. Herr Gieretz-Lehner, nachdem Sie in der Medizinforschung arbeiten und wir jetzt primär von ChatGPT gesprochen haben, es gibt ja auch noch viele andere Varianten von intelligenten Systemen sozusagen, eben die Bilderkennung spielt bei Ihnen eine große Rolle. Was können Sie in der medizinischen Diagnostik zum Beispiel alles schon anbieten, was auf KI basiert? Also, funktioniert es? Ja. Vielen Dank. Natürlich, ChatGPT ist jetzt der Hype, der uns wieder alle aufgeweckt hat und denken wir über die KI nach. Ich bin Leiter für eine Forschungsabteilung für Medizininformatik. Für uns ist KI nichts Neues. Für uns ist es nicht erst seit 2022 da. Wir arbeiten schon seit 10 Jahren damit. Wir arbeiten auch sehr intensiv mit Herrn Hochreiter, Sepp, zusammen. Es ermöglicht uns eigentlich Sachen zu lösen, die früher eigentlich nur extrem komplex oder gar nicht möglich waren. Wenn wir sagen, wir wollen eine Zustandsverschlechterung von einem Patienten auf der Intensivstation erkennen, dann gibt es da Unmengen an Daten. Es gibt ein EKG, es wird Blutdruck, es entsteht eine riesen Datenflut, die ein Arzt eigentlich nicht zur Gänze verarbeiten kann. Eigentlich werden nur 5% von den Daten überhaupt ausgewertet. Und die Maschine gibt uns jetzt die Möglichkeit, 100% dieser Daten auszuwerten. Und wir können daraus ein Vorhersagesystem machen, das uns eine Frühwarnung gibt,
Achtung, in den nächsten 30 Minuten solltest du den Patienten besonders gut beachten, weil da könnte es zu einem Problem kommen. Und damit ist aber nicht die Maschine, die eigentlich jetzt entscheidet, Achtung, jetzt muss das und das gemacht werden, sondern es ist eigentlich Entscheidungsunterstützungssystem. Und diese Kooperation Maschine und Mensch, die haben wir zuerst schon gehört, die ist eigentlich das, was uns eigentlich jetzt zurzeit am meisten weiterbringt. Diese Entscheidungsunterstützung, die letztendliche Unterstützung muss natürlich eigentlich beim Mediziner bleiben. Oder ein zweites Beispiel, das ich noch anführen möchte, ein Chirurg hat eine komplexe Gehirnoperation. Er möchte sich auf die Operation vorbereiten, es wird MR gemacht, es wird ein CT gemacht, es wird eine digitale Subtraktionsangiografie gemacht, dann hat er viele, viele Schichtbilder und er möchte aber jetzt ein Modell, das ihm hilft, diese OP genau zu planen, was ist die richtige Trajektorie, wie komme ich dahin, zum Beispiel jetzt beim Setzen von einem Clip auf ein intrakranielles Aneurysma. Und da gibt uns die KI jetzt die Möglichkeit, innerhalb von 2 Minuten aus diesen Datensätzen ein virtuelles Modell zu machen, indem wir simulieren, das wir rechnen, wo wir einen Vorschlag machen, den sich der Arzt anschaut und sich auf die OP vorbereitet. Und das wird natürlich extrem gerne angenommen, weil die Möglichkeit hat es früher nicht gegeben. Und das wäre eigentlich ohne KI undenkbar gewesen. Also wie funktioniert diese Zusammenarbeit zwischen Maschine und Mensch? Das ist ja der kritische Faktor in Wahrheit. Wir haben das beeindruckende Bild gesehen von dem Auto im Wasser, weil man eben zu sehr vertraut. Dazu neigt der Mensch, er delegiert ja gern, auch an die Maschine. Ist das nicht der wirklich kritische Faktor in dem, dass man quasi auch die Limitationen von Algorithmen erkennt? Ist das schon gelöst? Also nein, das ist eigentlich noch nicht gelöst. Also wir sind zurzeit wirklich auf dem Standpunkt, dass wir sagen, wir wollen Unterstützungssysteme für Mediziner machen und wir sind auch überzeugt und alle unsere Mediziner, mit denen wir zusammenarbeiten und viele KI-Forscher behaupten das und ich bin auch genau der Meinung, die KI wird den Mediziner nie ablösen. Aber es wird der Mediziner abgelöst, der keine KI verwendet, durch den, der KI verwendet als Unterstützung. Weil es einfach unglaubliche Möglichkeit gibt, diese Daten, die ich vorher nicht verarbeiten habe können, jetzt zu verarbeiten. Bitte, die Frau Bolig-Fügel möchte antworten darauf. Nicht direkt antworten, sondern ergänzen. Es gibt jetzt momentan in der Europäischen Union sehr viele Projekte, die gerade im Gesundheitswesen laufen. Da geht es einerseits darum, Daten zu sammeln von Patienten, also auf ihrem gesamten Patienten-Journey-Experience-Pfad, um eben zu wissen, wie die Behandlungen anschlagen und dann diese Daten dazu herzunehmen, um bessere, individualisiertere Behandlungsmethoden dann eben auch zu entwickeln. Weil, also jeder Arzt hat natürlich immer nur ein kleines Zeitfenster, in dem er lernt, in dem er bestimmte Patienten bekommt, in dem er diese dann eben auch mit einer bestimmten Krankheit dann eben auch behandelt. Aber wenn wir eben aus unterschiedlichen Ländern die ganzen Behandlungspfade von den unterschiedlichsten Patienten zusammenlegen und dann schauen, aus welchem Grund war denn das jetzt erfolgreich oder weniger erfolgreich, also in der Behandlung einer Erkrankung, dann können wir eigentlich für die Zukunft noch wesentlich bessere Behandlungspfade für jeden Einzelnen entwickeln. Und darum geht es eigentlich, dass wir nicht, so wie es jetzt momentan so ein bisschen ist, ja, immer die gleiche Behandlung für jeden Kranken anbieten, ja, obwohl vielleicht bestimmte Medikamente oder bestimmte Methoden nur für Männer eigentlich ausgetestet worden sind. Ja. Und wir haben natürlich auch ein paar andere wie Kinder, Frauen und diverse in unserer Bevölkerung. Und da wird man eben jetzt versuchen, für die Zukunft mit Hilfe von künstlicher Intelligenz, denn nur die hat die Möglichkeit, so große Datensätze auch wirklich zu verarbeiten und praktisch zu clustern, also die positiven Behandlungswege dann eben auch zusammenzuziehen, mit künstlicher Intelligenz dann eben auch Ärzten die Möglichkeit geben, individualisierte Behandlungen, die er vorher vielleicht gar nicht in Betracht gezogen hat, eben zu ermöglichen. Darf ich jetzt kurz, bevor ich den Party Crash spiele, Frau Zehetmeier, bitte. Ja, ich wollte eigentlich nur hinzufügen, eben zu dem Zusammenspiel
Maschine und Arzt. Ich hatte das, oder wir hatten das Vergnügen, bei unserem Women in AI Summit letzte Woche auch Frau Professor Kösigi von der TU zu hosten. Und sie hat gesagt, also in der Theorie ist sich da jeder einig, in der Praxis erforschen sie, wie sich das wirklich dann verhält. Und es gibt trotzdem die Tendenz, dass man sich wirklich auf diesen Maschinen-Output einfach verlässt. Also man nimmt das, was die Maschine ausspuckt. Und hier ist wirklich auch, da kommt wieder eine neue Disziplin dazu. Also dort ist es UX-Design, wie verarbeite ich oder kommuniziere ich gewisse Entscheidungen gegenüber den Menschen, um sie in der Loop überhaupt halten zu können, spielt da hinein. Also auch wir haben in unserer Software zum Beispiel so Fragen, wir geben eine Konfidenzverteilung, wie sicher ist sich das System bei dieser Kategorisierung? Oder anstatt endgültige Entscheidungen vorzugeben, wie das System sagt ja oder nein, oft so in einem Bewerbungskontext zum Beispiel Fähigkeiten, vielleicht Schwächen, Stärken herauszuanalysieren und dann trotzdem die Entscheidung beim Menschen zu lassen. Und da gibt es auch spannende Studien, habe ich mal gelesen, in Polen hat man in einer Behörde einen Algorithmus einfach eingesetzt, also einfach eine normal hardcoded Lösung. Und wenn man gegen die Entscheidung des Computers war, musste man argumentieren, warum. Wenn man für die Entscheidung des Computers war, musste man gar nichts machen. Outcome war, alle waren immer hundertprozentig d'accord mit dem System. Und da spielen eben wirklich viele menschliche Aspekte in die Technologie mit rein, wo auch neue, andere Kompetenzen dann dazukommen. Ja. Stefan Woltram, bitte. Ja, vielleicht noch ergänzend zu dem, was gesagt und was immer ein bisschen untergeht. Du hast das in deinem Vortrag erwähnt, um auch diese Akzeptanz dieser KI-Systeme zu erhöhen, braucht man halt diese Erklärbarkeit. Also wir wollen eigentlich von dem System, dass es die Antwort erklärt. Und das ist gar nicht so einfach bei der datengetriebenen KI. Ja, das wird immer oft ein bisschen, es steht auch im AI-Act, dass sie die Systeme erklären müssen, aber wie man das genau macht, weiß man. Ich meine, wenn ich Sie jetzt frage, was sehen Sie hier, ne? Was ist das Grüne, dann sagen Sie wahrscheinlich eine Mineralwasserflasche, und wenn ich Sie jetzt frage, warum, oder was ist Ihre Erklärung, dann wird sicher nicht sein, ja, ich habe ja schon 10.000 Mineralwasserflaschen gesehen. Ja, darum bin ich mir sehr sicher. Sondern Sie haben ein gewisses Weltmodell, ja, ein abstraktes, wo Sie dann eigentlich im Nachhinein eine Beschreibung finden könnten, warum Sie dieses Objekt als Mineralwasserflasche identifizieren. Ja, warum sage ich das jetzt? Weil das einer der spannendsten aktuellen Forschungsfragen ist, wie man diese datengetriebene KI, Machine Learning, zusammenspannt mit eigentlich was schon sehr lange gibt, nämlich mit der symbolischen KI, die sie eben mit Regeln, mit expliziten Wissensrepräsentationen beschäftigt. Und dieses Zusammenspiel ist noch, sagen wir mal, sehr am Anfang und ist eigentlich momentan die spannendste Richtung in der Grundlagenforschung. Und ja, darum bin ich vielleicht eine Sache, wo ich ganz kurz kritisch, ich meine, das AI-Race werden wir nicht mehr aufholen mit der Hardware. Ja, wir müssen wieder schauen, wo können wir in Europa, wo haben wir Kompetenzen in Europa, wo haben wir Kompetenzen in Österreich, wo man vielleicht mal der First Mover ist und nicht der Hinterherhechler. Ja, und darum ist es umso, das jetzt nur als Abschluss, umso mehr schade, dass wir in Österreich halt bei dieser KI-Strategie die Grundlagenforschung seit 2019 vernachlässigen, wenn nicht verschlafen, und auch im jetzigen neuen Ministerratsentwurf Forschung nicht vorkommt. Und das ist über das können wir vielleicht später gut noch reden. Die Aufschreie von Klammbauer und Hochreiter kennen wir Gott sei Dank schon. Sie wurden nur nicht erhört. Darf ich trotzdem noch nachfragen? Vielleicht können Sie kurz erklären, wie diese Systeme lernen. Von meinem laienhaften Verständnis lernen die ja bei diesen Deep-Cool-Learning-Systemen noch Versuch und Irrtum in Wahrheit. Ja? Und die üben so lange, also machen so viele Iterationen, bis quasi hinhauen. Das ist manchmal gar nicht viel. Man hat zum Beispiel die New York Times hat so einen Versuch gemacht mit Shakespeares Werken. Wie viele Iterationen hat es gebraucht, bis die Maschine quasi Shakespeare imitieren konnte? Das waren nur 30.000. Ein völliger Wahnsinn im Grunde. Aber vielleicht erklären Sie das ein bisschen allgemein. Kannst gar nicht viel besser erklären als Sie. Ja? Das ist großartig, ja. Das heißt, ich habe es verstanden, ja. Es spielen natürlich verschiedene Sachen rein. Bei ChatGPT war zuerst Unsupervised Learning und dann das, was du angesprochen hast, geht dann über Reinforcement Learning, damit man halt sozusagen dieses vermeintlich
ethische Verhalten reinkriegt. Ja, eben das vielleicht nur als Ergänzung, was ich vorher gesagt habe. Das ist eben nicht so, dass man dem ChatGPT sagt, schau, das sind unsere Regeln, ja, was eben ethisches Verhalten betrifft oder was rassistische Äußerungen betrifft, sondern das muss man dem halt sozusagen schmerzhaft und unter fragwürdigen Bedingungen beibringen. Und wenn wir diese Symbiose hätten, ja, dass man einfach einerseits Regelwerk, andererseits diese riesigen Datenmengen, man das schlau verknüpfen kann, ist man natürlich viel besser unterwegs. Ja. Nachdem die Frau Zehetmeier in ungefähr 9 Minuten gehen muss, gibt es von Ihrer Seite Fragen an die Frau Zehetmeier? Da wäre jetzt Zeit dafür. 9 Minuten noch, genau. Bitte. Das kommt von hinten, das Mikrofon. Okay, also mein Name ist Hans Zeger und E-Commerce Monitoring GmbH. Ich habe eine ganz einfache Frage. Ich habe jetzt schon mir einiges angehört, den Vortrag und die Diskussion, aber noch keine Definition, was KI eigentlich ist. Ja, also ich war so zeitlich limitiert, jetzt habe ich es weggelassen. Aber grundsätzlich, es gibt derzeit keine global anerkannte Definition von KI. Es wird aber eine kommen im Rahmen des KI-Akts. Wenn man mich jetzt fragt, also ich nutze meistens diese Definition ganz einfach, dass es darum geht, dass Maschinen, Systeme Probleme lösen, von denen wir glauben, dass es menschliche Intelligenz braucht. Eben Umfeld verstehen durch Sensorik, Bilder zu klassifizieren. Vielleicht um noch was dazu zu sagen, also das klassische Beispiel, was man so nimmt für Supervised Learning, was so eine Methode ist, ist, dass man sagt, okay, man hat jetzt Bilder von Katzen, Bilder von Hunden und dann lässt man das System, füttert man diese Bilder und dann zeigt man ihm ein Bild von einer Katze oder Hund, was es noch nie gesehen hat und es kann selbstständig eben beurteilen, ist es Hund oder Katze. Das ist so dieses Supervised Learning, was man dann oft als Beispiel heranzieht. Gleichzeitig auch das Beispiel, wo man dann draufkommt, aha, es hat gar nicht analysiert, ist es jetzt Hund oder Katze, sondern hat irgendwas im Hintergrund analysiert und wir verstehen gar nicht, wie es zu diesem Entschluss jetzt gekommen ist. Ja, aber das wäre meine einfache Definition. Und wir warten auf den AI-Act. Da ist eine etwas ausführlichere, die auch die symbolische KI mit beinhaltet, also auch regelbasierter. Entschuldigung, ich will Sie nicht aufhalten, aber es ist wahnsinnig lieb, dass die EU in AI-Act eine AI-Definition reinschreibt, aber das kümmert die Welt nicht, bitte. Ja? Wie Sie haben es selber gesagt, wir sind so weit hinten nach, aus vielen Gründen, über die man diskutieren kann. Also da werden wir nicht weiterkommen, wenn die Europäer wieder einmal ihre Privatdefinitionen haben. Kümmert es die Welt vielleicht doch? Europa ist ein Riesenmarkt. Darf ich da nur einhaken? Also es gibt ganz viele Dinge, die wir gar nicht weltweit allgemeingültig definiert haben. Also da ist einfach der Begriff Intelligenz, ja, der eigentlich nicht allgemeingültig überall definiert ist. Da ist auch der Begriff Bewusstsein. Wir haben jetzt Entwickler von KI, die behaupten, sie sehen einen Teil von Bewusstsein in KI, wobei wir wirklich keine allgemeingültige weltweite Definition dazu haben. Und so ist es eben mit künstlicher Intelligenz auch. Wir haben noch nicht einmal alle Technologien und Methoden beschrieben, die zu künstlicher Intelligenz gehören. Und es wird eben ja, ähnlich wie in den Neurowissenschaftlern, da werden wir einfach in den nächsten Jahren erst dorthin kommen. Ne? Aber ich sehe grundsätzlich, wir Menschen haben dieses Bedürfnis, Sachen erklärbar zu machen. Und genau das ist eben, wir im Kopf, wir haben eben genau diese, wir wissen sofort, das ist die Mineralwasserflasche prickelnd, weil die Farbe so ist. Aber wir haben eben gelernt, Sachen zu kategorisieren, die Welt herunterzubrechen und leicht erklärbar zu machen. Und darum helfen uns diese Kategorisierungen auch. Und das ist ein bisschen das, was wir dann auch abbilden, wiederum in den Maschinen. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass jede Kategorisierung auch ein Produkt unserer Zeit ist. Weil ob jetzt wir, Gesichtserkennung funktioniert derzeit auf Mann und Frau oder gar nicht. Und den Rest tut sie oft missklassifizieren. Aber ob es jetzt in einem Land quasi Mann oder Frau gibt oder Gender wie LGBTIQ, ist eine politische Entscheidung. Und so kann das halt auch über die Länder hinweg auseinanderklaffen. Und das wollte ich einfach nur noch mitgeben, weil wir immer versuchen, halt alles in Kategorien zu geben. Und wir müssen das auch teilweise, einfach um Unterscheidungen zu treffen. Ja. Ich glaube, da war noch eine Frage noch. Frau
Frau Zehetmeier, darf ich eine sehr direkte, provokante Formulierung treffen? KI ist nach meinem Verständnis demzufolge ein Marketingbegriff, bei dem wir die Erklärung, was es wirklich ist, eigentlich erst suchen. Können Sie dem zustimmen? Ja, ich bin der Meinung, also es ist halt ein Hype und Buzzword und löst eben bei den meisten den Terminator aus und mit der Angst lassen sich gute Nachrichten schreiben und Co. Also zu einem gewissen Grad ist es wirklich ein Begriff, der sich leicht vermarkten lässt und viel Ungewissheit und Angst schnürt. Andererseits hat man sich halt irgendwann auf diesen Terminus geeinigt und ich persönlich bin der Meinung, dass es nicht die glücklichste Entscheidung war. Also ich würde auch eher das Ganze einfach autonome Entscheidungssysteme oder sonst eine sehr fachliche Komponente daraus wählen. Aber es zeigt schon, dass es eine gewisse soziale Komponente auch hat, die größer und darüber hinausgeht. Ja. Ja, der berühmte Informatiker Toby Walsh hat einmal gesagt, ne, sobald wir ein Problem gelöst haben, reden wir nicht mehr von KI, sondern von Computertechnik. Also, es ist halt auch immer wieder das, wo man halt sagt, das ist noch das Offene, ne? Und was man vor 30, 40 Jahren als KI-Sachen begriffen hat, sei es jetzt, ich glaube, du hast das auch schon erwähnt, Navigationssysteme, Routenplanung, wird man, und von dem fürchten wir uns halt nicht, weil man halt nicht gerade ins Meer reinfährt damit. Umdreht auf der Autobahn. Aber ja, es gibt da auch eine philosophische, es gibt auch dieses Moving Target, also dass man sagt, KI ist ein Moving Target, das heißt, ab dem Moment, wo es halt anerkannt ist, ist es nicht mehr interessant und dann ist auch keine KI mehr. Also es gibt da diese Moving Target Definition, ja. Und der Toby Walsh war auch der Meinung, er hat geglaubt, es wird nicht diese technologische Singularität geben, also dass quasi diese Maschinen Bewusstsein entwickeln, hat er vor ein paar Jahren noch gemeint, zumindest in Wien. Herr Gerhardt-Lehner noch? Ja, also Für uns, ich vertrete heute die Medizininformatik, aber wir machen auch viel KI in der Industrie. Für uns Entwickler oder in der Anwendung ist KI, und wenn ich jetzt von Deep Learning spreche, einfach ein Game Changer in dem, wie wir Probleme lösen. Wir haben früher Algorithmen gehabt. Der Algorithmus ist etwas, wo ich schrittweise Eingangsdaten zu einem gewünschten Ausgang verarbeite. Und wir haben uns um den Kern dieses Algorithmus Gedanken gemacht, die Köpfe zerbrochen und haben den implementiert in Software. Und dieses Paradigma hat sich geändert. Jetzt geht es darum, die Daten so bereitzustellen, dass Sinnvolles daraus gelernt werden kann. Und dann kommt eigentlich der mittlerweile, man kann schon fast sagen, stabilere Teil. Das ist nämlich das Trainieren von diesem Netzwerk, das das erlernen soll, was ich quasi vorher an Daten aufbereitet habe. Und dieses Modell kann ich dann anwenden. Das heißt, ich muss mir aber eigentlich gar nicht mehr Gedanken machen, wie ich genau dieses Problem löse, weil das macht das Deep Learning für mich. Ich kann mich darauf konzentrieren, was ist eigentlich das Problem, und die Daten entsprechend aufbereiten. In so einem klassischen KI-Projekt ist ja 75-80% ist Aufbereitung der sauberen Daten und davon lebt es. Und 10% ist dann eigentlich das Trainieren von dem Modell und Optimierung von dem Modell. Das kommt dann noch dazu. Geht da auch verloren ein Verständnis für Ursächlichkeiten, für Ursache und Wirkung? Weil das war immer so eine Kritik an Big Data, dass das ein statistisches Modell ist, aber keins, das irgendwie... Es ist ein hochgezüchtetes statistisches Modell, aber trotzdem kann man gewisse Erklärungskomponenten daraus ableiten. Ich weiß ja, das Modell kann mir schon Informationen darauf geben, welche dieser Eingangsparameter war denn relevant für diese Entscheidung? Wie setzen sich die Features zusammen? Da gibt es Visualisierungen und auch man kann auch noch Entscheidungsbäume aus solchen Blackboxes ableiten, die zwar nicht jeden einzelnen Fall abdecken, aber die wesentlichen Entscheidungen aus dem heraus darstellen. Das heißt, die Erklärungskomponente ist nicht nur in der Medizin, das ist auch, wenn ich jetzt in der Industrie Anlagenoptimierung mache, ist es natürlich interessant, weil ich suche ja Ursachen. Gibt es noch eine Frage in der dritten Reihe? Bitte schön. Dankeschön, Wolfgang Benedek, Uni Graz. Ich wollte. Wir kennen uns. Ja, Frau Zehetmeier hat die ethische Dimension angesprochen und ich finde es schon sehr bemerkenswert, dass wir jetzt heuer diese Rufe gehabt haben nach Regulierung. Normalerweise rufen ja diese Firmen nicht nach Regulierung, nicht? Das mag einen Wettbewerbsaspekt haben, aber es hat schon auch den Aspekt, dass die Entwicklung so rasch voranschreitet, dass man zu wenig Zeit hat, die Folgen abzuschätzen, nicht? Und wenn man sich jetzt den AI Act anschaut, da ist ja sehr viel an Folgenabschätzung vorausgesetzt und das soll gestärkt werden, nicht?
Und da ist auch wichtig, dass es über die ethischen Prinzipien hinaus eben um verbindliche Vorschriften geht. Und schließlich noch wollte ich darauf hinweisen, dass im Europarat eine Konvention in Ausarbeitung ist, die sich genau mit den menschenrechtlichen Aspekten von künstlicher Intelligenz beschäftigt. Das wäre dann auch verbindlich. Allerdings sind es doch relativ weite Prinzipien, die dann dort ausgehandelt werden. Also im Bereich der digitalen Menschenrechte tut sich hier eine ganze Menge und das halte ich auch für sehr notwendig. Frau Zehetmeier, es ist 16:01 Uhr. Ich will Sie jetzt nicht vom Podium stoßen, ja, aber... Ich hätte es vergessen, ja. Ich wäre jetzt sitzen geblieben. Nein, danke für den beginnt. Kommentar, danke für die Einladung. Es Ihnen tut mir wirklich, wirklich sehr leid, dass ich frühzeitig gehen muss, aber ich hatte ein Commitment, das ich nicht mehr absagen konnte. Und ich bedanke mich und wünsche ein freudiges Diskutieren. Wiedersehen, vielen Dank. Ich glaube, wir müssen nur fortsetzen bei der Mythifizierung von KI, weil eben diese auch mythischen Begriffe wie Intelligenz drinnen stecken. Herr Woltran, wie sehen Sie das? Ist das auch ein bisschen hinderlich, wie wir als Gesellschaft darauf zugehen? Das ist eigentlich eine Frage an alle drei, aber vielleicht beginnen Sie. Es ist ja eine schwierige Frage. Ja, also ich meine, es gibt ja ein bisschen auch das erste, vielleicht den Gedanken, der doch öfter formuliert wird und wo ich glaube, wo einiges dran ist, ist, dass diese dystopischen Szenarien, auch vielleicht der Ruf der Regulierung von diesen großen Konzernen, ob das nicht auch ein bisschen dadurch zu erklären ist, dass sie von den eigentlichen Problemen, die diese Systeme bereiten, ablenken wollen. Ich meine, ich bin da jetzt nicht der ganz große Experte, weil wir haben es schon gehört, Datenschutz ist natürlich eine Riesensache, Urheberrechte ist jetzt aktuell eine Sache, die man auch nur interdisziplinär irgendwie in Angriff nehmen muss. Es geht alles sehr schnell, wie Sie ganz richtig sagen. Die Gesetzgebung hinkt da naturgemäß hinterher. Das ist mal das eine. Das zweite, wo man halt vorsichtig sein muss und was jetzt gar nicht so viel mit KI in dem Sinn zu tun hat oder mit Intelligenz, ist, wie die Systeme dann eigentlich beim Endbenutzer, bei der Endbenutzerin ankommen. Und ich habe da immer ein bisschen im Kopf sozusagen das große Versprechen der Social Media, ja, wo ja sozusagen auch AI Inside ist, ja, was eben die Reihung der Feeds betrifft, ja, globales Dorf, Austausch über Grenzen hinweg. Und wo sie dann aber gezeigt hat, dass eigentlich durch das ökonomische Modell, das dahinter steht, ja die Effekte ganz drastisch sein können. Sie kennen das alle, der Cambridge Analytica-Skandal, Filterblasen etc. Ja, also das heißt, man muss da schon sehr vorsichtig sein, wie die Systeme dann wirklich in der breiten Bevölkerung, was die dort für Effekte haben. Und eben gerade, wenn man sich jetzt so Sachen wie ChatGPT oder ja, Chat, ne, da geht es darum, dass ich eigentlich ein System hat, mit dem ich mich austauschen kann. Ja. Wenn das sozusagen dann dieselbe Profitmaximierungspolicy betreibt, wie die Policy, die eigentlich die Social Media zu den gefährlichen Systemen oder zu diesen Nebeneffekten geführt hat. Das war ja nicht so, dass Facebook gesagt hat, ich will die Leute jetzt aufhetzen, ne, sondern Facebook hat gesagt, ich will, dass die Leute so lange wie möglich auf meiner Plattform bleiben. Ja. Wenn das dann bei Chatbot so sein wird, ja, dass ich versuchen muss, die Leute wie möglich, so lange wie möglich in Interaktion mit dem System zu bleiben, ja, dann würde ich nicht wissen, was das für Nebeneffekte hat. Ja. Und da muss man sich halt Sachen überlegen. Ja, was da regeln. Und ob das jetzt AI heißt oder nicht, ist da wahrscheinlich sogar zweitrangig. Das war jetzt nicht ganz die Antwort auf die Frage. Das ist richtig, ich habe es sehr geschickt gemacht. Ja. Wir sind also wichtig. Aber vielleicht dazu gleich, also gerade ChatGPT hat jetzt im dritten Monat in Folge an Besuchszeiten und an der Anzahl an Besuchern verloren. Also es nimmt schon ab. Viele sind schon ein bisschen von dem, in Anführungszeichen bitte halluzinieren, ein bisschen abgeschreckt, sehen, dass die Antworten eben doch nicht konsistent sind, nicht immer einsetzbar. Und was bei uns, glaube ich, noch ein bisschen fehlt, ist, wie gehe ich jetzt tatsächlich mit so einem Chatbot um, der so eine riesen Wortdatenbank im Hintergrund hat, wie gehe ich mit den Worten, die da generiert worden sind, richtig um, wie kann ich es, also was sind meine Use Case, was sind meine Anwendungsfälle, um den richtig einzusetzen. Aber zurückzukommen vielleicht auf die Regulierung, weil ich bin ein großer Fan von Gesetzen, muss ich ehrlich zugeben.
Denn die geben eigentlich einen fixen Rahmen für alle vor. Und dann ist einfach klar, wer hat die Verantwortung für welche Taten oder für welche Funktionen. Und dann gibt es danach eben auch kein darüber diskutieren. Nehmen wir mal den Fall Auto. Wenn ein Unternehmen ein Auto jetzt herstellen würde, das keine Bremsen hätte, dann gibt es natürlich auch einen Teil weniger, das kaputt gehen kann, das nicht gut funktioniert, das überhaupt hergestellt werden kann, ist also insgesamt eigentlich günstiger. Also frage ich mich, warum sind die Autos nicht alle ohne Bremsen hergestellt worden? Ganz klar, weil derjenige, der drin sitzt, der kann dann nicht besonders schnell fahren. Weil wenn ich schnell fahren will, brauche ich gute Bremsen. Sonst ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ich eben einen Unfall baue. Und da sieht man schon, also wenn ich das nicht vorgebe, ja, wenn ich das der Industrie frei lasse, ob sie da jetzt eine Bremse oder eben die Vertrauenswürdigkeit, die Trustworthy einbaut oder nicht in diese Algorithmen, ja, dann kann es halt dazu führen, dass man sich die günstigere Alternative heraussucht, die aber für den Endbenutzer nicht unbedingt die bessere ist. Ne? Ist jetzt dieser Vorwurf der EU, also dieser Entwurf, für Sie überschießend, diese Einteilung in Risikoklassen, auch für Sie, Herr Gerhards-Lehner? Oder können Sie gut damit leben, mit dem Entwurf, den es derzeit gibt? In geringes Risiko, Hochrisiko etc.? Zurzeit kann ich gut damit leben. Was es noch nicht gibt, ja, klar. Weil es noch nicht gibt. Wir haben ein bisschen den Vorteil, dass wir Forschungseinrichtung sind und dass wir uns oft in Forschungsgebieten bewegen, wo wir mal forschen können mit retrospektiven Daten, wo noch nichts passiert, wo man einfach mal nur Prinzipien anschaut. Aber das ist Vertrauenswürdigkeit ist natürlich ein Thema. Das ist bei den fahrerlosen Transportsystemen oder Fahrzeugen ein großes Thema, genauso wie in der Medizin. Und davor muss man sich ja schützen. Und diesen Schutz kann man aber auch per Design in die KI verankern. Also Stichwort Adversarial Attacks, ich weiß nicht, ob das irgendwem was sagt, wo man bewusst versucht, eine KI zu beeinflussen mit Elementen, die man auf Bildmaterial überlagert, die man als Mensch gar nicht wahrnimmt, wo ich plötzlich aus dem Stoppschild ein 60 Miles per Hour mache und der Tesla beschleunigt. Genauso kann uns das auch passieren, dass die Maschinen natürlich dann fehlinterpretieren, obwohl mir Menschen alle sagen, es ist ein Mineralwasserflaschen, aber die KI sagt, nein, es ist ein Wodka. Da müssen wir uns schützen und diese Mechanismen, diese Technologie ist am Entstehen und wir sind dann nach und nach dabei, das immer besser zu machen. Und ich glaube, wenn es besser wird, dann werden wir wahrscheinlich auch mit diesem Act leben können oder leben können müssen. Es gibt ja, wann immer von Regulierung in Brüssel die Rede ist und es betrifft Digitalkonzerne sofort, das Argument, das ist innovationsfeindlich. Und der Thierry Breton, der ist ja der mehr oder weniger Innovationskommissar, sagt schon, das ist so rituell, dass Google und Co. daherkommen mit diesem Argument. Haben Sie doch ein bisschen recht oder ist es wirklich einfach nur ein Politikum, dass man damit jede Regulierung versucht zu erledigen? Ja, ich liebe das Beispiel der DSGVO, weil alle haben gesagt, oh, wenn die DSGVO, also die Datenschutzgrundverordnung, in der EU eingeführt wird, dann werden alle Unternehmen fluchtartig Europa verlassen. Es wird hier nur noch Agrarwirtschaft geben. Alle sind nur noch in Amerika und in Asien. Nichts ist dergleichen passiert. Auch da geht man davon aus, dass man eben die Datennutzung in Risikoklassen einteilen muss. Und ich gebe zu, es ist eine gewisse Bürokratie im Unternehmen notwendig, aber es ist jetzt weit davon entfernt, dass einige Unternehmen also Europa verlassen haben deswegen. Interessanterweise hat es aber Schule gemacht und andere Länder denken daran, die DSGVO auch bei sich einzuführen, weil sie einfach gesehen haben, dass es eben Vorteile gibt, unter anderem eben auch die beiden Regierungen. Also ja, ich glaube schon, dass wir jetzt wieder etwas hier einführen, was sehr streng ist, wo es auch sehr viele Regelungen gibt, wo man über vieles auch diskutieren kann, denn es ist gar nicht so einfach einzuschätzen, welcher Algorithmus ist jetzt ein Hochrisiko-Algorithmus. Denn es ist immer die Kombination nach dem Einsatzgebiet, nach den Daten, die ich dafür einsetze und dann die Technologie, die dahinter steht. Und interessanterweise auch von den Ergebnissen, die dann dahinter rauskommen. Denn wenn ich das Ergebnis einmal so interpretiere, dass ich mir praktisch so eine Mitarbeiterbeurteilung daraus mache und
den ganzen Tag nichts anderes sehe, wie wann ist mein Mitarbeiter online, wann tut er im Internet surfen und so weiter, und das hat dann negative Konsequenzen für ihn, ja, dann ist es natürlich schlecht. Wenn ich diese gleichen Informationen hernehme, um herauszufinden, ob er sich ein Phishing-Mail zum Beispiel runterlädt, ja, oder ob sonst etwas auf seinem PC passiert, ohne dass er es weiß, ja, dann ist es wieder security-relevant und positiv. Ne? Also es kommt immer darauf an, was ist der Zweck, für was setze ich jetzt die Daten ein, für was setze ich die Algorithmen ein, und das wird auch, also das ist schon bei der DSGVO nicht ganz einfach immer zu bestimmen, und es wird auch sicher beim AI-Act so sein, dass es nicht ganz einfach zu bestimmen ist. Ja. Wir haben auch noch, wollen Sie etwas hinzufügen? Sonst haben wir das Thema der technologischen Souveränität, glaube ich, das ein großes ist. Ich erinnere mich an eine Zahl von Daniel Abu, das ist der Geschäftsführer vom Bundesverband AI in Deutschland. Und die haben eine Aufstellung gemacht, wie viel der großen Sprachmodelle quasi auf welchem Kontinent sitzen. Und da sieht man, das sind über 70% sitzen in Amerika. Die Frau Zehetmeier hat das eh angetönt. Dann gibt es nur 10-15% in China. Und sozusagen die Restelverwertung bleibt dann Europa. Das ist jetzt nur mal die großen Sprachmodelle. Aber gehen wir auch davon aus, dass die Rechenkapazitäten eine Engstelle sind. Wie schaut es damit aus? Erleben Sie das wirklich in der Praxis, Herr Woltern zum Beispiel, dass Sie zu wenig Rechenkapazität haben? Muss man sich ja lange anstellen bei diesen großen Rechenzentren, sagt man mir als Laien. Ja, das ist sicher so. Ich bin ja jetzt kein Machine Learning Mensch, sondern komme aus der symbolischen KI. Wir brauchen ja die Rechenleistung ein bisschen anders, um skalierbare Algorithmen zu entwickeln. Ist natürlich ein Problem. Ja. Ich denke aber, ich habe es eh vorher schon erwähnt, dass man vielleicht ein bisschen die Sachen auch neu denken muss. Und was ich so irgendwie schade finde, ist, dass in Europa oft eben das Argument, was Sie ja schon jetzt erwähnt haben, also wir killen mit unserer Regulierung jegliche Innovation, dass das so oft unnachgefragt wiederholt wird und aber gleichzeitig ignoriert wird, dass es sehr wohl gute Sachen gibt. Ich meine, DeepL war und ist, glaube ich, immer noch das beste Übersetzungsprogramm. So riesig ist das gar nicht trainiert worden. Ja. Das sitzt in Deutschland. Ja. Da fällt mir dann auch ein bisschen EU-Patriotismus. Es gibt andere Beispiele auch in der Vergangenheit. Ich meine, StudiVZ ist sicher nicht wegen Regulierung irgendwie, hat das Rennen verloren gegen Facebook, oder? Das kann ich mir nicht vorstellen. Falls, also die Älteren unter Ihnen werden das vielleicht noch kennen. Ne? Also das, weil da hat es keine Regulierung gegeben zu dem Thema, ja? Sondern das waren ganz andere Sachen. Das war vielleicht, weil die Franzosen das nicht wollten, weil es in Deutschland war. Ich sage jetzt plakativ. Ja? Also man muss da vielleicht in Europa auch ein bisschen anders denken. Oder vielleicht wäre eben ich gehe mir da nicht so aus, aber diese Venture-Kapitalisten heute es eben dort nicht so als vielversprechend gesehen haben, anders als in den USA. Vielleicht sollte man dort einmal sich ein bisschen hinterfragen, als immer dieses Regulierungsargument vorzubringen. Und ich meine, ich bin in der akademischen Forschung, das ist also ein hochgradig regulierter Prozess, was die Publikation betrifft. Und ich meine, jetzt kann man sagen, wir sind nicht innovativ, aber ich glaube schon, dass das eine per se innovative Branche ist, ja, die akademische Forschung. Die ist aber streng reguliert. Also irgendwo greift das Argument nicht zu 100%. Ich würde sehr gerne weg von der Regulierung. Eben, es geht um die Souveränität, um unsere Abhängigkeit von Systemen, die eben weit weg sind, ja, und wo wir uns auch in eine wirtschaftliche Abhängigkeit begeben. Ist das schon stark spürbar oder ist es noch kein Thema, weil das Thema des maschinellen Lernens noch gar nicht so weit angekommen ist, auch in kleineren Firmen oder mittleren Firmen? Natürlich ist das spürbar, ne? Wenn eine Person entscheiden kann, wer auf einer gewissen Nachrichtenplattform was posten darf und wer nicht, dann haben wir ein Problem, ne? Aber ein geopolitisches Problem. Ja. Also das ist auch wieder so ein ganz vielschichtiges Problem, muss man ehrlicherweise sagen. Also es gibt schon viele Unternehmen, die ja künstliche Intelligenz einsetzen, also schon seit den 2000er Jahren, sage ich jetzt einmal. Es gibt beispielsweise die Methodik Process Mining, ist auch eine Methode der künstlichen Intelligenz, wird oft von Unternehmen eben mit großen Datensätzen auch eingesetzt, um eben ihre Abläufe, ihre Prozesse im Unternehmen besser zu überwachen und da eben auch Unregelmäßigkeiten zu finden. Das ist jetzt eine Methodik, die kann jetzt nicht ohne die IT-Abteilung eigentlich im Unternehmen eingesetzt werden. Ne? Und deswegen haben wir auch da mehr Augen, die drüber schauen und die sicherstellen können, dass Geschäftsgeheimnisse nicht außerhalb des Unternehmens plötzlich in welcher Art und Weise auch immer zum Einsatz kommen und analysiert werden können.
wenn wir jetzt so Chatbots haben, eben wie ChatGPT, und Programmierer im Unternehmen ChatGPT dazu verwenden, um ihren Code zu verbessern, dann mussten die vorher eigentlich mit niemandem reden. Da gab es keine Risikoeinschätzung. Kann ich jetzt eine bestimmte Art von Information in ChatGPT eingeben und wer bekommt dann diese Information auch zu sehen und kann möglicherweise dann auch wieder davon lernen. Ne? Also wir müssen uns immer Gedanken darüber machen, wie setzen die Menschen denn diese neuen Technologien ein, und wir müssen eigentlich unsere Mitarbeiter, unsere Belegschaft, unser Personal in die Lage versetzen, diese Risikoeinschätzung auch tatsächlich zu tätigen, damit es eben nicht zu solchen Problemen kommt. Ja. Aber das ist virulent, dass wir zu viele Daten nach wie vor vielleicht hergeben werden, wenn wir nicht selber eine gewisse Infrastruktur aufbauen in Europa. Herr Gerhardslehner. Also technologische Souveränität oder strategische Autonomie ist natürlich auch im Gesundheitsbereich nämlich ein wahnsinniges Thema, weil die Amerikaner uns einfach, was Daten betrifft, sehr weit voraus sind. Und deswegen greifen auch viele europäische Forschungsgruppen oft auf amerikanische Daten zu. Und die Amerikaner so und so auf die amerikanischen Daten und die Chinesen, bei denen ist so und so noch was anderes. Aber das heißt, Systeme, die jetzt für den Menschen trainiert werden auf amerikanischen Daten, sind nicht eins zu eins umsetzbar. Das heißt, man muss sich ja Gedanken machen, wie kann man entweder in Europa diese Daten schaffen. Und da gibt es ja in der Industrie gibt's jetzt bereits sehr, sehr starke Bestrebungen, Stichwort Gaia-X, das wird Ihnen sicher schon was sagen. Auch im medizinischen Bereich wird das wahrscheinlich kommen. Das ist eine Plattform für Datenaustausch? Es ist eine Schicht für Plattformen. Für Datenaustausch keine eigene Cloud-Infrastruktur, sondern eigentlich ein Zwischenlayer. Das könnte auch in der Medizin uns einen wahnsinnigen Vorteil bringen, wenn wir hier europäische Datenbasis schaffen würden. Es gibt ja jetzt einen Data Governance Act. Also da geht ja ein bisschen was weiter zumindest, wenn ich das recht verstanden habe, oder? Ja, genau. Aber für uns in der Zwischenzeit, um jetzt vielleicht ein bisschen das Rennen gegen die Amerikaner zu gewinnen, ist schwierig. Ja? Aber man kann sich ja schon Gedanken machen, wo kann ich aufholen? Und da gibt es Prinzipien, wo man sich damit beschäftigen kann, wie kann ich Modelle auf verfügbaren Daten, die vielleicht jetzt nicht unmittelbar aus Europa sind, sei es ganz egal, ob Gesundheit oder Industrie oder was auch immer, wie kann ich aus den Daten lernen und wie kann ich diese gelernten Modelle dann adaptieren auf neue Daten, damit ich nicht alles von vorher lerne. Da gibt es Konzepte, die nennen sich Transfer Learning, wo ich Teilmodelle sinnvoll weiterverwenden kann und sie nachher auf die aktuellen Gegebenheiten adaptieren kann. Ich würde gerne noch ein weiteres Thema ansprechen. Dieses Wort Disruption ist wirklich ein schieres Wort, finde ich, aber das haben wir gelernt mit der Digitalisierung. Und man spricht da immer wieder von diesem disruptiven Potenzial, was die Arbeitsplätze etc. betrifft. Ja. Und ich sehe da keine Einigkeit darin. Wie schätzen Sie das selber ein? Es gibt die einen Prophezeiungen, die meinen, eben, ich glaube, die Frau Zehetmeier hat es erwähnt, 40% der Jobs werden obsolet. Interessanter Aspekt dabei, dass jetzt auch die White-Collar-Worker betroffen sind plötzlich, die sich ja immun wenden, um es mal so zu sagen, die Anwälte, die Bankangestellten etc. Wird das wirklich so kommen oder sind das einfach, gehört das auch ein bisschen zu diesem Marketing-Schmäh, wie das man gesagt hat, man muss jetzt die Systeme überhaupt einmal pausieren, weil sie so mächtig sind? Ja, irgendwie gibt ja den Spruch, ne? Man soll sie von denjenigen hüten, die genau wissen, was in 10 Jahren sein wird. Ich weiß es nicht. Ja. Sie haben was sehr Richtiges und Wichtiges gesagt. Wahrscheinlich ist das erste Mal, dass es eben diese anderen Branchen trifft. Ja. Also man spricht da manchmal von diesen Bullshit-Jobs. Ne. Das ist natürlich jetzt nicht so negativ, die Bedeutung nicht so negativ, wie es klingt, wo man halt Texte produziert, Logos produziert, wo man, also Verordnungen. Die haben alle studiert, bitte. Ja. Das ist vollkommen richtig. Ja, und deswegen ist, glaube ich, ja natürlich auch, da war da einiges mehr in den Medien, weil es eben auch Journalistinnen und Journalisten treffen könnte, irgendwas besonders viel in den Medien vielleicht, ich weiß es nicht. Es ist, wie gesagt, ich glaube, es ist sehr schwierig zu prognostizieren, wohin die Reise geht. Es hat in der Vergangenheit, ja, gibt es ganz viele Beispiele, ne? Der Setzer von gestern ist halt die Webdesignerin von heute. Man muss diese Systeme auch trainieren, das ist jetzt natürlich kein sehr schöner Job, aber auch da wird es die Sachen überprüfen. Es werden natürlich im Bereich der Übersetzung zum Beispiel natürlich, also Simultanübersetzung, Sachen wegfallen, wobei es wahrscheinlich trotzdem bei kritischen
austauschen, also jetzt auf politischer Ebene wahrscheinlich dann, wenn braucht, der halt dann schon auch aufpasst, dass eben das System dann nicht halluziniert und irgendwelche falschen Sachen. Also man wird das sehen, ich bin da, ich tue mir das wirklich sehr schwer einzuschätzen. Was ich aber glaube, wo man ein bisschen vorsichtig sein muss, ist, dass man sozusagen den nicht in das Fahrwasser, wie soll ich das sagen, kommt, dass man jetzt sozusagen alles an KIs delegieren wird. Ja, also es gibt ja dann auch diese ganz futuristischen Szenarien, wo halt die Roboter die Pflege übernehmen werden. Ja, oder irgendwer hat mal gesagt, na, der sicherste Arbeitsplatz ist der des Installateurs. Ne, das ist sozusagen am schwierigsten, ja, vom Feinmechanischen her, dass man das Robotern überlassen wird. Nichtsdestotrotz muss man natürlich diese Sachen versuchen, jetzt auf politischer Ebene zu antizipieren, ja, schauen, wo ist wirklich, wo es ein Problemfeld, wo muss man in Richtung Umschulung gehen. Aber es ist, Sie haben es ja gesagt, in der Karinen-Vortrag, es ist eigentlich diese Prognosen, die vor einigen Jahren ja noch wirklich sehr negativ waren, was eben die Arbeitsmarktsituation betrifft, sind jetzt auch wieder ein bisschen anders. Und ich war mal auf einer Podiumsdiskussion mit dem Chef vom AMS Gensandorf, der ein bisschen einen philosophischen Hintergrund hat, der hat das auch verhältnismäßig entspannt gesehen. Ja, ich habe jetzt keine Zahlen mehr im Kopf, aber das war dann, wenn man so mal denkt, okay, wird vielleicht nicht so schlimm. Das ist wirklich so zu beobachten, dass in den letzten 10 Jahren, wenn man denkt an diese Osborne-Studie von 2013 aus Oxford, das waren ja Zahlen, dass alle fast umgefallen sind, da hat man jetzt zurückgenommen eigentlich von der Bedrohungslage. Ja, ich möchte auch ein Zitat nutzen, das mehreren unterschiedlichen Prominenten zugeschrieben wird. Voraussagungen sind immer schwierig, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen. Wenn Sie mich vor 1,5 Jahren hier auf dem Podium die Frage gestellt hätten, dann hätten die meisten gesagt, alles, was mit Kreativität zu tun hat, da wird es nicht so bald eine Ablöse geben. Also da braucht man sich überhaupt keine Gedanken machen. Kreative Menschen werden immer einen Job behalten. Das heißt, im Marketing wird man auf jeden Fall safe sein. Und spätestens jetzt mit ChatGPT, aber es gibt da ganz fantastische andere Tools, die ein Marketing- oder Vertriebsexperten dabei unterstützen, eben gute Broschüren oder sonstige Dinge eben zu erstellen. Spätestens seitdem wissen wir eigentlich, dass das nicht stimmt. Kreativität kann gemeinsam mit einer künstlichen Intelligenz eben wesentlich schneller und größer und umfassender sein. Ja? Momentan ist es so, dass gesagt wird, alles, was empathische Fähigkeiten notwendig macht, ist momentan noch safe und es wird noch lange keine Möglichkeit geben, künstliche Intelligenz beizubringen, wie wir Menschen leben. Aber auch da sehen wir schon die ersten, ich nenne es mal Avatare, die eben Leute, die per Video zugeschaltet sind, eben vermessen, sage ich es jetzt mal so, je nachdem, wie sich eben die Gestik im Gesicht nachher auch verändert und vor allem auch, wie sich die Stimme verändert, wie sich die Pupille verändert, ob die groß oder klein wird und dahingehend dann eben eine Vorhersage versucht, in welche Richtung jetzt man denjenigen mit Argumenten eben torpedieren sollte, damit er in die eigene Richtung geht. Also Selbstempathie scheint jetzt nicht mehr so weit entfernt zu sein. Wir sind wahrscheinlich in nächster Zeit ein offenes Buch für KI und die kann uns wesentlich besser wahrscheinlich einschätzen wie unsere Lebenspartner, unsere Familie, die uns schon ein ganzes Leben lang kennen. Durchaus ein bisschen beunruhigend, aber es gehört auch zu diesen Kränkungen im Sinn der Kreativität, wo wir dachten, das gehört allein uns. Und jetzt kommt man drauf, Kreativität ist eigentlich auch formal abbildbar sozusagen, ja, oder das Schaffen von Neuem. Ich treffe nicht ganz Ihren Jargon, ich sehe sehr wohl dran, ja. Ja, es hat ja mal gesagt, also wir haben mal in einer kleinen Runde diese Kränkung diskutiert und der Kollege von mir, der Peter Knees, gesagt, wir brauchen nicht gekränkt sein, weil das Ding ist eh mit unserem Input gefüttert. Ja, sehr schön.
Ja. Und das möchte ich vielleicht auch noch sagen, also wir sind einzigartig, jeder von uns ist einzigartig. Wenn eine KI trainiert wird mit Hunderten von Bildern, was eine Katze ist und was ein Hund ist, ja, wir haben das in unserer Kindheit viel schneller gelernt. Natürlich auch, weil wir eine Katze und einen Hund mit anderen Sinnesmerkmalen erfasst haben. Wir haben viel mehr Lernpunkte gehabt, wie jetzt jede KI, die heute lernt, also von einem Bild, was eine Katze und was ein Hund ist, ja. Und, das muss man auch mal ganz klar sagen, ja, eine KI braucht wirklich eine große Anzahl an akkuraten, superguten Qualitätsdaten, damit sie überhaupt richtig gut lernen kann. Wir wiederum als Menschen, ja, wenn uns etwas, ich sag mal, Traumatisches manchmal auch passiert oder wenn wir einfach gut in der Schule aufgepasst haben, dann können wir manchmal aus einem einzigen Beispiel lernen, wie etwas richtig funktioniert. Und das kann die KI noch lange nicht. Und eben, wenn wir dann diese abstrakten Modelle formulieren können, ja, und dann auch uns mitteilen können. Ja, ich kann, wenn ich jetzt irgendwas gelernt habe, bitte jetzt von hier am einfachsten zu, weiß ich nicht, zur U1-Station kommen. Ja, dann habe ich eine Möglichkeit, ne, das ist genuin symbolisch, dir mitzuteilen, wie das funktioniert, während das Transfer-Learning, was du mir angesprochen hast, weil das ist noch auf einer sehr, wie soll man sagen, rudimentären Ebene. Ja, so einfach funktioniert das eben nicht, weil eben, deshalb sagt man, klar kann man Sachen erklären, mit welche von den Input-Parametern war entscheidend, um das zu erkennen, aber dass man sozusagen eine Möglichkeit hat, Erkenntnisse, die man gewonnen hat, ja, und das ist ja natürlich auch, was den zivilisatorischen Fortschritt ausmacht, ja, uns auszutauschen, ja, da braucht man eben dieses abstrakte Weltmodell, das wir haben. Und das ist halt, wo, glaube ich, doch noch ein großer Gap ist, ja. Es gebe jetzt noch 5 Minuten die Chance für Fragen, wenn Sie sie nützen wollen. Bitte der Herr in der zweiten Reihe, der Herr Zeger auch noch dann, in der Mitte zuerst. Es wurde bereits eine knappe Ressource, Alois Schrems, Resilience Consult, es wurde schon eine knappe Ressource angesprochen, nämlich die Computerleistung, also die Rechnerleistung für AI. Wie schaut es im Bereich Expertise, Expertinnen und Experten aus? Wie muss denn ein Skillset sein, um also Artificial Intelligence voranzutreiben in unseren Schulen, in den Universitäten, in den Fachhochschulen? Gibt es da eine Vorstellung? Jetzt im Sinne von Ausbildung zu einem KI-Experten, zu einer KI-Expertin oder die auf breiter Basis so das? Nein, eigentlich beides, aber in erster Linie sozusagen das, was in der Mitte ist und was im Forschungsbereich ist. Wie man einen Prompt schreibt, ist, glaube ich, irgendwas, das wird sich sehr schnell in YouTube-Videos sozusagen lernen lassen, aber das, was Anwendung bedeutet, gerade wenn es in den industriellen Bereich geht, aber natürlich auch, was im Forschungsbereich passiert, ist es, glaube ich, schon sehr wichtig. Ich möchte nur ein Beispiel bringen. Also meine Tochter hat vor 3 Wochen in Holland zu studieren begonnen und ihr erster Vortrag war, diese Blackbox in AI-Systemen zu beschreiben. Ist das das, was man in einer österreichischen Universität auch lernt? Also ich weiß nicht, wie es in der Universität ist. Ich bin Lektorin zum Beispiel in der, im Institut für Unternehmensführung an der FH Krems. Und da ist im ersten Semester für den Bachelorstudiengang das Fach Computational Thinking ein Teil. Also da lernt man jetzt nicht programmieren, sondern man lernt zu verstehen, wie funktionieren diese digitalen, also Geräte, wie funktioniert Software, wie sind die Techniken dahinter und das ist ganz wichtig, wie führe ich Projekte durch und wie gehe ich mit Daten um. Also grundsätzlich gibt es das schon, ob es flächendeckend ist, weiß ich nicht. Ich persönlich finde, es ist zu spät, wenn wir damit erst an der Fachhochschule anfangen. Das gehört auf jeden Fall in die Oberstufe. Auf den Universitäten hat sie tatsächlich hat ein bisschen gedauert, dieser Wandel jetzt als Informatiker. Ne? Wenn wir Informatik studiert haben in den 90ern, waren wir die Problemlöser. Ja, zu uns ist man gekommen, wenn irgendwas nicht schnell genug funktioniert hat oder im schlechtesten Fall, wenn der Drucker nicht gut funktioniert. Aber wir waren die Problemlöser. Ja. Ja, und jetzt irgendwie in den letzten, sagen wir, 10, 15 Jahren waren wir eher die Problemverursacher. Ne? Und das hat natürlich schon, das kommt ja nicht von ungefähr, sondern dadurch, dass die Digitalisierung so überall durchdringend ist, ja, und in allen Lebensbereichen eingreift.
waren aber gleichzeitig die Leute, die das entwickeln, eigentlich nicht sich dessen bewusst, ja, welchen Impact das haben kann. Ja, das heißt, wir versuchen jetzt zum Beispiel bei unseren Studien, Informatikstudien an der TU, für jedes Fach, ja, bei einigen ist es einfacher, bei anderen schwieriger, eine Einheit zu sagen, okay, was sind ethische Implikationen, was sind gesellschaftspolitische Implikationen. Das ist bei Datenbanksysteme einfacher als bei Automatentheorie. Ja, da muss man sich das ein bisschen was überlegen, wie man das dann macht. Aber ich glaube, dass das sehr wichtig ist, dass die sozusagen das IT-Personal, ja, einfach weiß oder sich bewusst ist, dass die Rolle, die man jetzt hat, einfach, oder die Auswirkungen, die Systeme, die wir mitschaffen oder wo unsere Forschungsergebnisse einfließen, dass die jetzt einen viel größeren Impact haben als vor 30 Jahren. Das ist, und das hat lange gedauert, dieser wie sagt man, Bewusstseins-Switch. Ja. Und es ist einfach durch diese Durchdringung jetzt auch viel man muss auch viel interdisziplinärer denken. Ja. Man hat eben rechtliche Fragen, man hat ökonomische Fragen, man hat psychologische Fragen. Ja. Und man kann sich dann jetzt nicht mehr so ganz zurückziehen und sagen, okay, ich bin der Nerd und ich sitze in meinem Kammerl und programmiere einfach drauf los und dann schaue ich, was rauskommt. Das dauert halt ein bisschen, glaube ich, bis das kommt. Aber sozusagen, man nennt das ja dann Ethics by Design, da gibt es eh alle möglichen Schlagworte, wie das jetzt sozusagen umgesetzt werden soll. Aber wie gesagt, unsere Generation ist da noch mit einem anderen Bewusstsein groß geworden. Nichtsdestotrotz versuchen wir jetzt sozusagen das auch wieder einzufangen mit verschiedenen Initiativen und ja, Bewusstsein zu schaffen, ja, wie diese Sachen funktionieren, diese handwerkliche Fähigkeit, mit diesen Dingen umzugehen, die haben die Kids eh von selbst. Ja, aber sozusagen, was passiert da im Hintergrund, wo gehen meine Daten hin, wie können die missbraucht werden, wer profitiert davon, warum ist das ein Gratis-Service, wie zahle ich da, das sind alles Fragen, die man, glaube ich, nicht früh genug einfach diskutieren muss und nicht, wie kann ich jetzt ein Excel aufrufen. Das ich möchte nur ganz kurz ergänzen, weil ich gesagt habe, welcher Profil, ich habe es kurz drüber nachgedacht, bei uns gibt es ungefähr 70 Entwickler und die kommen eigentlich aus allen Bereichen, also auch die guten KI-Entwickler, die kommen aus der Physik, aus der Informatik, aus der Wirtschaftsinformatik, teilweise auch aus der Pädagogik. Ich glaube, ein gesunder Hausverstand, ein Grundverständnis von dem, was da passiert und der Wille, etwas zu formen, der ist es. Ich glaube, dass man nicht nur reine Informatiker ausbilden muss, um KI zu betreiben. Letzte Frage von mir an Seger, dann kommen wir zum Abschluss. Ja, danke. Eine kurze Anmerkung und eine Frage. Ich glaube, die Frau Bolleck-Fügel hat gemeint, sie ist ein großer Fan von Gesetzen. Ich habe da ein bisschen ein distanzierteres Verhältnis. Ich denke mal, 10 Gebote reichen und eines davon heißt, du sollst nicht lügen. Also wäre vielleicht ein guter Ansatz bei KI-Systemen, dass sie dorthin kommen. Das andere, aber die Frage ist, es wurde zuerst schon erwähnt, wir haben in Europa vielleicht einen Mangel an Rechenkapazität, kann sein, möglicherweise, aber haben wir nicht eigentlich in Wirklichkeit einen viel größeren Mangel an Datenkapazitäten, ja, dass wir einfach gar nicht die Datenmengen haben, um hier zu einem vernünftigen Lösungen oder Alternativen zu kommen und wir alle an der Datenstrippe der GAFAM-Firmen sind. Und wer ist da nicht vernünftig oder sinnvoll, eigentlich endlich einmal auch über den Freedom of Information Act europaweit und natürlich auch österreichweit nachzudenken, weil wir sitzen auf vielen Daten, nur wir machen nichts damit. Das haben wir vorhin eigentlich leicht schon angesprochen oder angetönt, Frau Bolleck-Fügel. Ja, ich möchte auf beide Fragen antworten. Selbst der Vatikan ist sich nicht sicher, ob diese 10 Gebote ausreichend sind. Es gibt nämlich tatsächlich auch eine Trustworthy AI Guideline aus dem Vatikan. Ist sehr kurz, ergänzt praktisch nur das große Buch, aber offensichtlich ist es nicht ausreichend, nur diese 10 Gebote zu haben. Zum Zweiten, ja, wir haben sehr viele Daten und ich habe meine erste Datenschutzausbildung bei Ihnen gemacht in den 2000er Jahren. Ja. Und schon damals haben sich meine Augen immer mit Tränen gefüllt, wenn irgendjemand im Fernsehen gesagt hat, wir können über diesen Fall jetzt nicht sprechen wegen Datenschutz. Ja.
weil Datenschutz halt bei uns in Europa sehr oft oder vor allem auch in Österreich sehr oft als Entschuldigung hergenommen wird, um bestimmte Daten entweder nicht zu verwenden oder nicht herzugeben, nicht mit anderen zu teilen oder sie nicht richtig zu verändern. Ich glaube, da sollten wir ein bisschen eine andere Einstellung haben. Und also vor allem im Gesundheitsbereich, finde ich, ist es so plakativ, dass die Verwendung dieser Daten, ja, die aber natürlich sehr sensibel sind, wenn sie von mir irgendwo, also wenn der Link zu mir persönlich dann eben auch zum Beispiel eben bei einer privaten Gesundheitsversicherung aufscheint oder vielleicht zukünftig auch bei meinem zukünftigen Arbeitgeber. Ja. Also da sehen wir, auf der einen Seite ist es sehr sensibel, auf der anderen Seite könnten wir so viel Gutes damit tun. Also mit meiner persönlichen Krankengeschichte könnte ich wahrscheinlich hunderten Menschen helfen, ihre individuelle, perfekte Behandlung zu finden. Ja. Und wir haben heutzutage die technischen Möglichkeiten, um Daten geeignet zu anonymisieren, damit wir sie verwenden können. Wir dürfen nur die Ausrede nicht länger verwenden, dass der Datenschutz das alles verbietet. Ich hätte jetzt noch eine letzte Frage an Herrn Wolt dran. Und zwar ist unser Thema ja, wie gehen wir mit künstlicher Intelligenz um? Nämlich so, dass sie uns auch wirklich nutzt. Eine Antwort liefert der digitale Humanismus. Sie gehören auch zu den Proponenten dieses Konzepts. Wie spielt der da rein? Was kann der tatsächlich uns helfen, mit KI verantwortungsvoll umzugehen? Ja, ich meine, ich kann jetzt natürlich sehr lang drüber reden. Die Karina hat eh schon gesagt, wir sind in Wien, haben wir das eigentlich jetzt doch schon seit mehr als fünf Jahren versuchen wir das voranzutreiben als interdisziplinäres Programm, wo man sich damit auseinandersetzt, nämlich dass diese Digitalisierung, die uns eben so stark betrifft, ja nicht irgendwie determiniert ist, dass die nicht Gott gegeben ist, aber, sondern dass man da ja natürlich eingreift und dass man sich als Gesellschaft darüber verhandeln muss, wie man Sachen verwendet. Ich meine, Datenschutz ist natürlich was ganz Wichtiges, wie man auch die Bevölkerung aufklärt. Mir fällt da immer das, bei dem Thema Datenschutz ein, das Problem, dass da gibt es Leute, die halt gegen Elga protestieren, aber sie im selben Moment im Google-Kalender den nächsten Urologentermin eintragen, wo ich mich dann frage, ob das noch irgendwie zusammenpasst. Nichtsdestotrotz, ich meine, es gibt natürlich gute Gründe, auch gegen staatliche Datensammlungen zu sein. Aber das sind Sachen, die man eben als Gesellschaft ausverhandeln muss. Ja? Und eben, da muss man eben wissen, wo will man damit hin? Wo kann man damit, wie du ganz wichtig gesagt hast, was sind eigentlich positive Aspekte, die man damit machen will? Und jetzt auch was generative AI, ich bin da jetzt immer so ein bisschen aus der kritische Kopf gesessen, aber bitte nicht vergessen, was da für Chancen gibt, was für Leute mit Defizit in der Sprache betrifft, ja, die das nutzen können, um auch gute Bewerbungsschreiben zu machen. Stichwort individualisiertes Lernen, vielleicht nicht in privater Hand, sondern das auch gescheit machen, um diese ganze Nachhilfeindustrie vielleicht einmal ein bisschen in den Griff zu bekommen. Es gibt total viele Chancen, wichtige Chancen, die man aber als Gesellschaft sehen muss, die vielleicht nicht im ersten Moment profitgetrieben aus dem Boden schießen werden. Ja. Partizipationsmodelle. Ja. Wir können mit Computerprogrammen jetzt viel komplexere Möglichkeiten der Mitbestimmung implementieren, sei es jetzt auf kommunaler Ebene, sei es auf betrieblicher Ebene, wo Fairness gewährleistet ist, zwischen verschiedenen Gruppen, Fairness in der Zeitachse. Ja, da braucht es einfach auch komplexe Modelle, die ja im Zuge der symbolischen KI zum Beispiel entwickelt werden. Also es gibt da, glaube ich, sehr viele Aspekte, die man auch positiv sehen kann, die man positiv framen kann, wo man nicht jetzt immer sagt, oje, Achtung und böses Konzern dort, böser Konzern da, sondern wir müssen entscheiden, wohin wir wollen, wie wir diese Technologien verwenden können. Und es werden halt nicht die IKTler alleine sein, die das entscheiden sollten. Ja, es haben ja auch nicht die Dampfmaschineningenieure dann die Gewerkschaften gegründet, um das ein bisschen einen plakativen Vergleich zu machen, sondern es muss halt ein gewisser Effort sein, wo alle Bevölkerungsgruppen und auch alle Disziplinen nachdenken, ja, und sich austauschen, wie können wir die Welt, ja, in der wir leben, besser gestalten mit den technologischen Mitteln und Tools, die wir jetzt zur Verfügung haben. Und das wird uns niemand abnehmen, das sollen wir uns auch nicht abnehmen lassen. Das heißt also Technikentwicklung, die gesellschaftsgetrieben ist und nicht danach fragt, was den Konzernen nutzt, sondern uns als Gesellschaft. Ganz genau.
Vielen Dank. Ich danke der Dame am Podium. Ich danke den Herren. Wir machen jetzt eine 20 bis 25 Minuten Pause und nachher machen wir weiter zur Frage, wie wird technischer Fortschritt auch zum menschlichen Fortschritt? Aber erholen Sie sich jetzt. Bis später. Ich danke Ihnen. Das war's.